Servus! Reha-Update Nummer 3. Reha-Update Nummer 3, genau. Was wollte ich erzählen? Keine Ahnung. Mein Rücken bessert sich auf jeden Fall. Starke Nackenmuskeln habe ich. Und die Muskulatur hinten im Rücken, diese kleine, ganz kleine Muskulatur, die da hinten so am, an der Wirbelsäule entlang läuft, die hat sich auf jeden Fall gekräftigt. Ja, das merke ich auf jeden Fall, ja. Kann mich nicht beschweren. Hier ist es echt cool. Das Einzige, was mich immer noch total beschäftigt, ich habe keine Ahnung wieso oder weshalb, aber schaut euch mal das an. Schaut mal hier. Das Bild. Dieses Bild hier, gell? Und was zur Hölle ist das? Was soll das sein? Es sind überall Bäume. Es ist ein Haus. Ein Segel oder irgendwas. Hier ist noch ein kleiner Segel. Hier ist ein Riesensteg. Das ist von links her, von der Entfernung. Ach, das ist ja fast in den ganzen See hinein. Das sind ja 500 Kilometer fast. Aber was ist das, bitte? Komm. Kann mir keiner erzählen, dass der Künstler hier nicht irgendwie eine falsche Farbe genommen hat für einen Baum? Der sieht aus wie, keine Ahnung, hier so die Füße, da die Hände, ein Kopf. Das wäre dann Embryo oder irgend so ein Scheiß. Egal. Ich sinniere also hier über dieses Bild und, ja, die zähle die Tage schon fast. Das ist der 17.2. Jetzt sind es dann noch 8 Tage. Nee, Moment, 24. 7 Tage. Und dann, ich sollte mir mal angewöhnen, hier reinzuschauen. Weil ich schaue immer mich an. Und es sieht so doof aus, dann schaue ich euch nicht an. Also das immer Augenkontakt halten. Hier hinschauen, nicht mich anschauen. Jetzt sind es noch 7 Tage, dann werde ich abgeholt und danach kommt noch ein kleines Update, irgendwann vielleicht am Sonntag oder so. Und dann schnippel ich das alles zusammen und packe das auf meinen Kanal. Ich habe hier richtig schöne Beleuchtung, so kleine Lampen hier und da. Das sieht man in meinem Nachttischl. Mit dem Bett kann man cool rumfahren. Oh, ich werde hier das ganze Hotel schon irgendwie vermissen, das war cool. Aber ich freue mich auch auf zu Hause. Endlich wieder streamen, endlich wieder Let's Cooks machen und natürlich endlich wieder meine Freundin in die Arme schließen. Das ist das Wichtigste natürlich. Ich könnte mich mal wieder rasieren, ja? Ja. Egal. Was gibt's denn noch hier? Umschulung, genau. Ich, der Sashi, werde Ernährungsberater. Interessiert eh keinen. Aber ich werde Ernährungsberater und habe mir gedacht, ich gebe euch dann Tipps auf YouTube. Mit meinen Let's Cooks zusammen. Also ich werde einfach kochen und das Ganze mit Ernährungstipps zusammen kombinieren. Ja, ist ein guter Plan. Aber ich werde keine Schminktipps machen. Keine Sorge, so schlimm wird es noch nicht. Das sieht man mein starkes Kreuz im Spiegel. So. Ja, ich bin kräftig. Ich habe Muckis zugelegt. Draußen ist es ziemlich kalt. Ja, ziemlich kalt draußen und windig. Es hieß eigentlich, es soll schön werden heute. Wird's aber nicht. Es wird windig und eisig und die Fenster ziehen. Also hier ist irgendwie total undicht. Muss mal jemand herkommen und die Fenster gescheit ablichten. So geht es nicht weiter hier. Nee. Also, was war noch? Keine Ahnung, ich bin müde. Geh jetzt essen. Keine Ahnung, was es gibt. Ich werde Salat essen. Das Salatbuffet ist ja echt super. Kann man sich nicht beschweren. Und dann werde ich noch ein wenig lesen. Cthulhu Mythos von H.P. Lovecraft. Und dann gehe ich zum MAT, medizinisches Aufbautraining. Ein bisschen Bumbe hier so. Oh, sieht man meinen Bizeps hier, hä? Wisst ihr, wenn ich meine Schwimmer da aufmache, muss das alles ausdefiniert sein. Nein. Also dann. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.